So, liebe Leute, ein weiteres Mal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metroid Prime 2 Echoes. Ja, im letzten Part haben wir jetzt den Gravity Boost gekriegt. Ja, doch, haben wir gekriegt, aber wir haben ihn nicht mehr, weil wir nämlich den darauf folgenden Bossfight nicht überlebt haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir den jetzt auch nicht überleben, ist tatsächlich relativ hoch. Was natürlich nicht ganz so pralle ist. Aber was soll's. Vielleicht funktioniert es ja jetzt einfach besser als vorhin und das wäre toll. So, wenn es geht, noch an denen hier noch ein bisschen unser Leben regenerieren und vielleicht auch ein paar Missiles noch dazu holen. Ein paar Missiles ist gut. Die geben ja nichts anderes außer Missiles, wie es aussieht. Ah, doch. So. Dürften jetzt alle gewesen sein? Ne, zwei haben wir noch. Die droppen natürlich gar nichts. Gut, Leben ist nicht komplett regeneriert. Das ist sehr schade. Der Bossfight, der gleich kommt, der ist wirklich. Mich nervt er. So. Aber vorher holen wir uns ein super tolles Item und ich versuche nochmal hier drauf zu springen. Vielleicht schaffe ich es. Schon wieder drauf abkommen. Okay. Ich bin drauf hängen geblieben. Das haben wir beim letzten Mal tatsächlich nicht hingekriegt. So, das ist die falsche Richtung, aber hier geht's auch irgendwo lang, wie es aussieht. Na, natürlich, verstehe schon. Spider-Ball. Das ist dann wahrscheinlich das nächste, was wir hier bekommen werden. Wodurch sich dann schon wieder so viele Wege für uns eröffnen, die wir auch im Argon haben. Es ist alles mit diesem Backtracking, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. So. Gehst du durch die Tür? Da haben wir doch das schöne Ding. Gravity Boost. Dieses Ding hat sehr geile Vorteile für uns. Und zwar können wir uns damit jetzt besser unter Wasser bewegen. Wir können uns sogar wie mit so einem Jetpack unter Wasser können wir so gleiten. Ob das auch über Wasser funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube es eher weniger. Ich glaube, steht extra bei Unterwasser. Zum Springen unter Wasser B gedrücken. Noch während der Bewegung erneut B drücken. Danach B gedrückt halten, um einen langsamen Abtrieb zu haben. Und gleichzeitig verbessert sich unsere Sicht. So, wir können hochspringen. Ach ja. Langsam nach unten gleiten, habe ich jetzt nicht gesehen. Langsam nach oben gleiten. Cool. Dafür müssen wir allerdings dreimal drücken. Wow. Kommen wir ganz schön hoch. So, wenn ich jetzt rausgehe, passt mal auf, was passiert. Cutscene. Ich hatte ja tatsächlich vermutet, dass die dunkle Samus hier auftauchen wird. Tut sie aber nicht. Übrigens verstehe ich immer noch nicht, wieso der Gravity Boost ein besseres Sichtfeld gibt. Eigentlich, der ist auf den Rücken geschnallt. Kaputt, 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 kaputt. Ich mache jetzt tatsächlich mal ein bisschen leiser. So. Dieses Viech, ne? Ich mag es nicht. Scannen sollte man. Bevor er angreift. Das haben wir ja alles im letzten Part schon gesehen. Er hat dieselben Angriffe drauf. Der hat bessere Angriffe drauf als sein Bruder. Hallo? Ja, ich wollte gerade fragen, willst du nicht deine Waffe? Ich bin ausgewichen und habe ihn tatsächlich getroffen. Und das bringt tatsächlich nichts. Wir müssen ihm in sein Maul schießen. Das ist doch so schiert. Ich hätte ja überhofft, dass wir irgendwie als Morphballbombe da reinkommen, aber und ihn dann eine ordentliche Powerbombe reinlegen können oder eine ganz normale. Normalerweise macht er danach direkt den Angriff. Ja, danke. Oder auch nicht, hä? Was ist denn los mit ihm? Beim letzten Mal hat er einen Angriff nach dem anderen gestartet und jetzt schießt er einmal wild umher und dann war's das. Kann ich ihm eigentlich ins Maul treffen? Nein, kann ich nicht. Oh ja. Das hat nichts gebracht. Sehr geil. Ja, wie es aussieht, muss ich ihm so ins Maul treffen. Was auch nicht viel bringt. Minimal zumindest. Er reißt sich los. Sobald er startet. Das bringt einfach nichts. So, kaputt. Er reißt sich los. Und startet noch einen Angriff. Oder auch nicht. Er schießt. Nee, er schießt nicht. Er schießt auf uns los. Hä? Der hat absolut kein Muster mehr. Kein Angriffsmuster.
Ne, jetzt knallt er direkt los. Wie er lustig ist. Oh, okay. Schießt er jetzt wieder? Jetzt schießt er. Und jetzt macht er los. Ja, und bricht den Angriff mittendrin ab. Geil. Dann ist es mir tatsächlich ein Rätsel, wie ich den besiegen soll. Einfach draufballern? Manchmal funktioniert es ja. Oder kann ich ihn mit dem Dark Beam... Ich versuch's mal. Betäuben? Nee. Wenn er auf uns zukommt, dann muss ich das machen. Oh, piss dich. Es hat ein bisschen was gezogen, okay. Ich versuch's mal wieder so. Eine Rakete. Raketen bringen scheinbar etwas mehr. Vor allem sind die zielsicherer. Und ich kann gleichzeitig ausweichen, ohne dass ich Super-Raketen schießen muss. Na, aber auch nur minimal. Dieses Umrüsten wieder auf normal Powerbeam, ne? Das ist... Das hat ihm diesmal nichts gezogen. Das zieht ihm auch gar nichts. Das ist doch doof. Hat ihm das jetzt was gezogen? Ich habe keine Ahnung. Also das Wichtigste ist auf jeden Fall ausweichen. Ansonsten hätte ich echt keinen Plan, wie... Hauptsache Samus schießt nicht. Und diesen Angriff müssen wir echt ausweichen. So, hat ihm das was gezogen? Nee, scheinbar auch nicht. Oh, das ist auch zum Kotzen mit diesem Viech. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe direkt drauf geschossen und passiert nichts. Ich gehe nochmal ganz kurz. Ich guck mir mal Datenbank. Forschung Individuen. So. Fremden Ursprungs Äther. Am Boden, in der Luft, im Wasser. Groß. Ich glaube. Block. Nutze seine Agilität und schenke ihm seine Börse in der Sitze auf 5 Rammattacken zu, um sie danach mit einem 3-zahngesäumten Mäulern zu zermalmen. Diese Mäuler sind die empfindlichsten Stellen des Blocks. Sie das hier mit einer unverwüstlichen massiven Hautschicht überzogen. Ja, super. Okay, wir müssen ins Maul schießen. Ja. Können das aber nicht, weil er aus irgendeinem Grund sagt, nö. Seht ihr? Ich kann drauf ballern, wie ich will, das passiert aber nichts. Und wenn er dann so drin hängt, was soll ich dann machen? Ich kann nichts machen. Das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich gibt es einen viel einfacheren Weg, den zu besiegen, und ich bin einfach nur zu doof, das rauszufinden. Das hat ihm jetzt minimal gezogen. Und uns dafür sehr viel. Boah. Gerade so ausgewichen, das sieht wirklich wenig. Also so eine Powerbombe, so eine Supermissile habe ich festgestellt beim letzten Mal. Die ist extrem effektiv. Die zieht nämlich mal eben so ein Viertel von seinem Leben ab. Oder ein Drittel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Das Problem ist einfach nur, dass die Supermissile so extrem lange braucht zum Abfeuern. Ich sehe nichts. Kann ich den wie die anderen auch mit einem Schuss reizen und dann? Nee. Ja, natürlich. Hat nicht getroffen, ist dran vorbeigeschossen. Ist klar. Mann, macht das Sinn, Samus. Ja, und dann kann ich nicht ausweichen, weil sie einfach nicht reagiert. Hallo? Das ist so zum Kotzen, dieses Viech. Und es trifft einfach nicht. Ich baller jetzt einfach so lange drauf, bis er besiegt ist. Was anderes bleibt mir wohl nicht über. Ich muss aufs Maul schießen, ja. Ist mir schon klar. Aber es zieht ihm so gut wie gar nichts. Und das ist zum Kotzen. Und ich kriege ja auch keine neue Munition und nichts. Das heißt, wenn die Munition alle ist, dann habe ich ein Problem. Ich habe ihn direkt getroffen. Ich habe ihn direkt getroffen und es interessiert ihn einfach gar nicht. Guckt euch das an, das ist doch... Oh, muss ich irgendwie... Ja, klar! Zieh mir sofort alle Leben ab, die ich habe, ey. Das ist doch zum Kotzen, vor allem wenn wir jetzt nochmal... Moment.
Wenn wir jetzt nochmal sterben sollten, was ich natürlich nicht vorhabe, dann haben wir trotzdem ein fettes Problem. Habe ich ihm gerade Leben abgezogen? Wo ist er denn? Hinter uns. Kamerasteuerung für den Arsch. Hallo? Ich glaube, wir interessieren ihn gar nicht mehr. Doch, jetzt. Ne, das sieht ihm nichts. Wie soll ich den denn besiegen, ey? Er legt mich doch am Po. Wo ist er jetzt? Da. Trifft nicht. Eine Berührung mit ihm tut weh. Oh ja. Es zieht ihm so wenig ab. Wir haben keine Missiles mehr. Ich habe keine Munition. Also ich habe noch Munition, aber ich wüsste nicht, was er mir bringen soll. Ich versuche es einfach mal so. So, so, so. Ja. Start, kein Angriff. Jetzt schießt er wieder. Das hat ihm was abgezogen. Jetzt ist er verwirrt oder was? Okay. Ich glaube, ich habe ihn gleich. So funktioniert es nicht. Dann machen wir es halt so. Okay, frag mich nicht, wie das jetzt funktioniert hat, dass ich ihn auf einmal getroffen habe. Es hat einfach funktioniert. Alpha-Block besiegt. Ja, schön. So, da komme ich nicht rein. Spider-Ball. Haben wir den überhaupt? Nee. Das wäre ja jetzt sehr peinlich gewesen, wenn wir den schon hätten. Ich mich die ganze Zeit gewundert hätte, wieso haben wir den nicht? So, da müssen wir jetzt hoch, oder was? Zumindest wurde es aufgemacht. Okay, und jetzt können wir hier... Huppa. Mhm. Und jetzt darüber. Aha. Hui. Jawohl. Ja, schon praktisch, das Ding. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir dieses Viech besiegt, ey. Und jetzt können wir uns unter Wasser genauso agil bewegen wie über Wasser. Ulla. Ein bisschen Munition aufladen, ne? So. Darkbeam, Lightbeam, alles voll. Sehr schön. Pom, 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 pom. Leben auch mal wieder füllen. Pom. Getroffen. Sehr schön. Ich dachte gerade, unser Leben sinkt, aber das tut's ja gar nicht. So. Ach ja, jetzt können wir auch zur Speicherstation. Wunderbar, wie lange nehmen wir auf? 13 Minuten. Wunderbar, können wir sogar noch ein kleines bisschen was schaffen. So. Und mit einem Doppelsprung reicht sogar schon. Hui. Nee, hier kommen wir nicht in die Speicherstation. Was ist da los? Hupp. Jetzt kommen wir auf jeden Fall durch die weiße Tür. Da. Geht mir weg. Geht mir einfach weg. Nee, warte mal, durch die weiße. Von da aus sind wir doch jetzt gekommen. Und wir haben noch nicht den passenden Beam, um durch diese anderen Türen zu kommen. Aber wir... Nö. Wir können auch gar nichts machen. Super. Habe ich jetzt auch ehrlich gesagt wieder mal keine Ahnung, wo wir hin müssen. Hey. Ja, komme ich hier auch irgendwo wieder raus? Ja, sieht nicht danach aus, ne? Oder? Ah, doch, okay. Gut. Hätte schon Angst. So.
Ich denke mal, da müssen wir zurück, weil viel weiter kommen wir nicht. Wir haben die Powerbomben nicht, die wir benötigen würden, um die eine Tür da zu öffnen. Wir haben Dingenskirchen nicht. Hier, sag schnell. Ach, wie heißt es denn? Wir haben die dritte Waffe noch nicht, die dunkle und Lichtenergie verbindet. Das heißt, wir kommen nicht in den Zwischenraum. Müssen wir uns jetzt wohl umgucken, ne? Ich meine, es gibt ja noch genügend Türen mit Split-Missiles zu öffnen, denke ich mal. So, bringt das jetzt eigentlich auch was über Wasser? Nee. Aber zumindest sehen wir jetzt ein bisschen mehr unter Wasser. Müssen wir jetzt auch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Wir haben unten, haben wir alles fertig. Ja, sehr schön. Da war ein Portal. Da war ein Portal? Moment. War denn da ein Portal? Das muss ich mir jetzt mal angucken. Dann können wir nämlich eventuell sogar was auf dem dunklen Äther noch machen. So. Ja. Backtracking. Ungewolltes Backtracking. Ja klar, die tauchen einfach mal aus dem Nichts auf. Auch geil. So. Warte mal, hier soll ein Portal gewesen sein? Tatsache, über uns. Hä? Da in die Richtung, allerdings oben. Hä? Ach ja, okay. Gut, gucken wir uns das mal an. Gehen wir in den dunklen Äther. Und die Kamera wird wieder unscharf. Ja, deutlich besser. Okay. Oh. Sehr schön. Schlüssel zum dunklen Tempel erhalten. Sehr geil. Fehlt uns noch einer und ich weiß sogar, wo der ist. Aber ich weiß nicht, ob wir da hinkommen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Was ist das denn? Finsterling-Tentakel. Kommen wir hier auch runter? Powerbombe. Ist klar. Haben wir nicht. Also. Ja, das wird sehr viel bringen. Einfach mal gucken. Ja, super, hallo? Triff's irgendwo. Irgendwo wird schon funktionieren. Auch Powerbomb, okay. Das heißt, wir kommen hier noch nicht weiter. Sehr schön. Aber ich komme hier wieder hoch, ne? Ja, sehr schön. Gut. Dann habe ich jetzt... Dann weiß ich jetzt, wo wir hingehen könnten. Aber das werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part machen, weil die Zeit dafür noch ein bisschen zu eng ist. Oder schaffe ich es bis dahin? Wird wirklich sehr eng. Ich muss mal gucken. Das ist nämlich weiter oben. Das ist... Ach Quatsch. Hier. Hier irgendwo war das. Moment. Im dunklen Äther allerdings. Dunkle Welt. Hier war das, glaube ich. Nee, warum? Hier dürfte man sogar tatsächlich weiterkommen. Da ist ein Portal. Ach ja, ja, ja. Da brauchen wir aber die Powerbomben. Die haben wir noch nicht. Aha. Ist das eine graue oder eine lilane Tür? Ich kann es gerade blöderweise nicht erkennen. Legende C. Missile-Zielerfolgung. Ja gut, da könnten wir weitermachen. Und die nächstmögliche Speicherstation in der dunklen, in der hellen Welt. Da in der Nähe zumindest. Hier würden wir hochkommen jetzt. Könnten wir hier vorne speichern. Es ist sogar relativ nah dran, wenn mich nicht alles täuscht. Dann können wir nämlich von hier einfach da durch.
Hier durch. Ja, gut, machen wir das. Dann laufen wir in diesem Part noch schnell dahin. Nicht Lightbeam-Munition. Bam, 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 bam. Mich würde mal interessieren, was hier hinter ist. Aber das wird wohl erstmal noch ein Rätsel. Achso, ja, okay. Ich weiß, was hier hinter ist. So. Rup. Rup. Nee, warte mal. Hat er nicht gemacht. Ja, die Kleinen können mehr nerven als die Großen. Hauptsache, sie visiert einfach gar... Hallo? Gar nichts an. So. Sehr geil. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell wieder hoch auf die Oberfläche vom Torvus. Ah, ist das toll. So viele Wege. Und keiner führt nach Rom. Mysteriös. Ja, es geht hoch. Ich kann gar nicht hochgucken. Zumindest nicht so hoch. Jo. Wo ist der Ausgang? Da. Zumindest haben wir ein neues Item, was uns das Arbeiten unter Wasser deutlich vereinfacht. Und das will schon mal einiges heißen. So. Kam hier nicht. Ja. So, ich will an den... Wie komme ich eigentlich da ran? So, nicht... Hier seitlich? Auch nicht. Das würde mich nämlich mal ernsthaft interessieren. Ich will den haben. Ich weiß nur nicht, wie. Kann man das irgendwie sehen hier? Oben lang. Ja, gut. Wisst ihr was? Den holen wir uns noch schnell. Dürfte ja theoretisch gesehen hoffentlich möglich sein. Es sei denn, wir brauchen eine Powerbombe dafür. Dann wird das nicht funktionieren. Aber ansonsten haben wir ja theoretisch gesehen schon alles, was man mit dem Morphball machen kann. So, ich muss hier nur wieder hochfahren. Achso. Ich hatte schon Angst jetzt. So, durch die schwarze Tür, da ist er. Ja, ja, nervt mich nicht. Yeah. Ha. Da ist doch was. Energietank. Ja, den hätte ich vorhin gebrauchen können. Ach klar, und dann kommt man da runter. Boots. So, ignorieren. Pipidö. Er hat uns in den Arsch geschossen. Was? Habe ich das noch nicht gescannt? Okay. Ah, unter Wasser stimmt. Jetzt können wir ja auch nicht hier lang. Hm? Was? Wieso? Okay. Hä? Grapple Beam? Oder was brauchen wir da? Bin ich jetzt ernsthaft durch die falsche Tür gegangen? Ich glaube, ich bin zu optimistisch. Ja, Grapple Beam. Okay. Sorry, in der Tür vertan. Tüdelü. Ja, eigentlich müsste ich es wissen, weil wir beim letzten Mal auch hier von hier gekommen sind. Egal. Passiert. So. Und hier an den Missile-Container kommt man wahrscheinlich nur per Portal, ne? Sieht sehr danach aus. Merkwürdig. Oder gibt es hier einen geheimen Gang? Hm, sieht nicht danach aus. Na gut. So, und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist da die Speicherstation einmal dran vorbeigesprungen. Egal. So. Ja, wunderbar. So. Ja, so groß ist Torvus tatsächlich nicht. Oh, ihr seht da. Hin und her und her und hin. Das alles macht doch gar keinen Sinn. So. Wunderbar, wir haben gespeichert. Ich lege die Fernbedingungen alles weg. Sehr schön. So. Dann nehme ich noch ein paar Zelda auf. Ja doch, einen kann ich noch. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat bis hierhin,
Dann hinterlasst mir doch auf jeden Fall einen Kommentar. Einen Daumen würde ich mich auch freuen. Und ich sage Tschüss und bis dann, irgendwann, euer Renchi. Bye.